Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Maximilian Schachmann siegte zum Auftakt der Baskenland-Rundfahrt. Urheberrecht Getty Images. Radprofi Maximilian Schachmann gewinnt den Auftakt der 59. Baskenland-Rundfahrt. Der Berliner setzt sich beim bergigen Einzelzeitfahren in Zumauraga durch. Radprofi Maximilian Schachmann, Berlin, hat den Auftakt der 59. Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Der 25-Jährige vom Team Bora Hansgrohe setzte sich beim bergigen Einzelzeitfahren über 11,3 Kilometer in Zumauraga auf nassen Straßen in 17 Uhr 10 Minuten mit 9 Sekunden Vorsprung auf den Kolumbianer Daniel Martin EF Education First Repack durch und feierte seinen dritten Saisonsieg. Es war ein sehr schweres Zeitfahren. Vorher habe ich noch nie gegen die Uhr gewonnen, deswegen ist das ein besonderer Sieg für mich, vor allem wenn man sieht, welche starken Fahrer ich hinter mir gelassen habe, sagte Schachmann, der unter anderem den britischen Toursieger Geraint Thomas Sky, 9. und Australiens Weltmeister Ron Dennis Bahr ein Merida, 22. klar distanzierte. Erster deutscher Tagessieg seit 2014. Es war der erste deutsche Tagessieg bei der anspruchsvollen Frühjahrsrundfahrt seit 2014, als Toni Martin zwei Etappen gewann, darunter das abschließende Zeitfahren. Schachmann hatte zuletzt eine Etappe der Katalonien-Rundfahrt für sich entschieden. Sein fünfter Sieg als Profi war nun der erste in einem Zeitfahren. Der viermalige Zeitfahrweltmeister Martin Cottbus Jumbo Visma kam auf dem für ihn zu schweren Kurs auf Platz 58, 1 Uhr 13 Minuten. Schachmanns Teamkollege Emanuel Buchmann Ravensburg, der in der Gesamtwertung eine Top-Platzierung anpeilt, wurde guter 15. 0 Uhr 37. Die zweite Etappe der Baskenland-Rundfahrt führt am Dienstag über 149,5 Kilometer von Zumauraga nach Goraiz. Die Rundfahrt endet am Samstag in Eibar.